denn? Wir nehmen den Bus. Da, da, ja. Oh. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Ich bin Pepper Woods. Jetzt ist es tote Woods, Alter. Du gehst jetzt hier 11 Sekunden und es geht schon wieder. Geil, du sollst mal helfen hier. Die Tierärztin tritt Goldie. Ach, du arme es ist Goldie. Ein beschissener Tag. Papa Woods ist fett. Papa Woods überfährt Pepper und George mit dem Auto. Das war das. Aber Hauptsache, George liegt nur mit offenen Augen da. Monster Kill. Ja? Kill, kill. Die Bushaltestellenschilder sind immer noch legendär. South Park. Wenn man stirbt, scheißt man sich noch ein letztes Mal in die Hose. Zeit fürs Frühstück. Du fettes Rindvieh. Mama Wutz füttert Goldie den Arschficker. Mann, Alter, Goldie hat gar keinen brutal, Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Mehr Wodka, trink, trink, trink. Danach fühlt sich Goldie ganz sicher geil, Alter. Alkohol, kenn dein Limit. Wir rufen besser Dr. Krankiger Hudson an. Dreimal, Alter. Okay. Der hat aber eine lange Nummer. Eine sehr lange Nummer. Du, wir essen bei Zeit. Irgendwann später. Mhm. Hallo, Taverne? Hier ist Fred Rumsch. Ich möchte meinen Vater. Herrn Rumsch. Moment bitte. Hey, ist hier einer, der rumscheißt? Keiner, der rumscheißt? Hey, jetzt hör doch mal Rumsch. Ich suche jemanden, der rumscheißt. Ich muss unbedingt mal Simpsons wieder gucken, Alter. Ich habe das zuletzt als Kind geguckt und dann auch nicht lange. Ich war immer eher der Family Guy-Typ, aber Simpsons habe ich immer ganz selten geschaut. Ich muss das echt mal alles nachholen. Glaubst du, ich hab kein Leben? Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Hallo. Du. Ach, hat mir Ärztin wirklich. Blöde Schlampe! Unser Fisch Goldie ist heute krepiert. Knutsch mir die Eier. Ja, sowas sagt man. Ach du Scheiße, wieso tötet denn die Kröte Schild, Alter? Ganz brutal abgeschlachtet hier. Was hat die gemacht? Ich würde nicht zum Tierarzt gehen, Alter. Oh. Aber gut, das passt zu Cartman. Papa hat ja das Auto. Hm. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Da, da, ja. Oh. Im wahrsten Sinne des Wortes, nur nicht die haben den Bus genommen, sondern der Bus hat die genommen. Ich wollte gerade sagen, wie kommt da jetzt ein Bus hin? Da ist nicht mal eine Straße. Ja, jetzt ist der Bus auch tot. Ja, toll, und die Insassen sind dann auch tot, dann leben sie doch nicht mehr. Was? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Yo. Hinsetzen und die Klappe halten. Das war auch immer so geil bei South Park, Alter. Immer diese Busfahrerin. Miss Claridge hieß die, glaube ich. Das war so krass. Irgendwann war die einfach verschwunden, haben so einfach sehr tot draus gemacht. Keine Ahnung warum, die war immer so krass drauf. Genauso wie ich es blöd fand, dass sie Chefkoch umgebracht haben. Hört auf zu lachen, ihr Sprecher! Herr Bulle wartet auf den Bus. Auch genauso wie Junge, wie viele Kröteschilden hatten die getötet? Die bringt ja alle um, das sind wirklich geköpft. Die guckt einfach nur seelenruhig zu, wie sie hier mit der Kettensäge zersägt wird. Die hat keinen Panzer mehr, die hat sie einfach nackt gemacht. Wer weiß, was sie die gefistet hat oder so. Alter. Ganz krasse Tierärztin hier. Die Tierärztin macht gesunde Tiere wieder krank. Ich will zu der Tierärztin, wenn sie gesunde Tiere auch wieder krank macht. Ich habe so... Wieso? Die warten alle dort und die gehen einfach durch? Ja. Eine Kindersendung bringt Kindern bei, du kannst dich vordrängeln. So viele verfickte Schildkröten getötet. Mann, wenn ich nur noch einen sehe. Gott, beschissene Viecher. Ja. Er leidet unter Glütenkinitis. Genau, die Eier baumeln an seinem Kinn. Ja, warte nur, bis ich zu dir komme, du fettes Rindvieh! Übertreiber. Oh mein Gott. warum tust du das? Herr Bulle wartet auf den Bus. Der wartet ja immer noch. Der Bus ist einfach vorbeigefahren. Ich hab mich schon gewundert, das habe ich jetzt vorher gar nicht gecheckt. Geil. Was ist der Amoklauf von Masolabis? Was ist das, Alter? Ich glaube, wir müssen uns mehr angucken. Das war zu geil, Alter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert, wie es denn verabschiede ich und bin damit raus.